Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine erste Million in FIFA 18 geschafft habe. Es gibt da nämlich so ein paar Tricks, paar Tipps, die man anwenden kann, um eben ziemlich schnell an Coins zu gelangen. Und davon möchte ich euch eben heute 5 Stück vorstellen. Es gibt noch einige weitere, also falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, würde es mich freuen, wenn wir irgendwie heute, keine Ahnung, 1000 Likes oder so schaffen würden. Daran sehe ich dann einfach, dass ihr das sehen wollt und dann werde ich das Ganze nochmal bringen mit 9 Tipps, mit ja, weiteren Tipps, die eben auch sehr, sehr gut funktionieren. Und Leute, falls ihr Bock habt, eine von 3 10 Euro PSN oder Xbox Karten zu gewinnen, dann schreibt jetzt Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare. Das ganze Gewinnspiel geht noch bis Ende November, da werde ich das Ganze dann auflösen, deswegen nehmt auf jeden Fall gerne noch teil, auch in den folgenden Videos. Immer einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation reinschreiben, um eben eine höhere Gewinnchance zu haben. Und dann würde ich sagen, hindert uns nichts mehr daran, jetzt reinzustarten mit dem ersten Tipp, wie ich eben so viele Coins in FIFA 18 bekommen habe. Okay, also Leute, ihr wisst ja, es kommen immer um 19 Uhr neue Squad-Building-Challenges. Manchmal an einem Montag, manchmal an einem Dienstag, meistens an einem Freitag. Ja, es ist ziemlich unterschiedlich, aber in FIFA 18 ist es wichtig, dass ihr direkt um 19 Uhr einfach mal reinschaut, ist eine neue SBC da. Also wirklich am besten jeden Tag reinschauen, ist um 19 Uhr eine neue SBC da. Und wenn eben eine da ist, dann müsst ihr wirklich in den ersten 5 bis 10 Minuten sehr, sehr viel snipen. Denn da wissen die Leute eben noch nicht genau, wieso diese Spieler mehr wert sind, haben noch nicht mitbekommen, dass eine neue SBC da ist, bipapo, und deswegen werden eben Spieler, die dann in der kommenden Zeit, in den kommenden, keine Ahnung, paar Stunden, extrem steigen werden durch diese SBCs, weil man die eben dafür benötigt. Diese Spieler sind in den ersten 5 bis 10 Minuten halt extrem günstig und werden dennoch sehr, sehr günstig reingestellt. Also ich habe das Ganze hier anhand der Top-Partien gemacht und zwar mit Griechenland. Bei dieser Challenge hat man einfach das beste Pack erhalten und dann habe ich einfach Griechen gesniped. Das Ganze war richtig easy, wir haben da ein paar Coins rausgemacht und wenn ihr das halt jeden Tag 19 Uhr macht, dann könnt ihr da wirklich so jeden Tag, keine Ahnung, 5 bis 10.000 Münzen in wenigen Minuten dazu bekommen. Und deswegen ist das auch schon der erste Tipp, wie man ziemlich leicht an Coins kommen kann. Vor allem passiert es eigentlich wirklich ein paar Mal die Woche und da habt ihr halt sozusagen ein sicheres Einkommen dann dadurch. Okay, dann gehen wir auch schon weiter mit dem zweiten Tipp und zwar, wie sollte man seine Zeit in FIFA 18 investieren? Viele Leute spielen Online-Season, viele spielen Einzelspieler-Draft und so. Leute, das ist absoluter Blödsinn. Also falls ihr wirklich auf Coins aus seid, was ja die meisten FIFA-Spieler sind, dann solltet ihr unbedingt eure Zeit wirklich in Foot Champions investieren. Neben Foot Champions könnt ihr aber auch viel traden, das ist auch wichtig, denn Zeit in Trading zu investieren ist auch sicherlich nicht schlecht, aber es gibt Trading-Methoden, wo ihr fast keine Zeit investieren müsst. Deswegen würde ich die meiste Zeit eigentlich in Foot Champions investieren und falls ihr dann auch noch mehr Zeit habt, sozusagen dann auch noch in Squad Battles, aber auch hauptsächlich in Foot Champions, das ist das Allerwichtigste. Denn wenn ihr da jetzt Stunden an Zeit verprasselt in Online-Season, werdet ihr da nie was Gutes rausbekommen. Ihr bekommt pro Spiel 500 Münzen mit den Coins-Boosts, vielleicht 1500 Münzen oder so. Aber bei Foot Champions, wenn ihr da halbwegs gut seid, dann kriegt ihr richtig gute Belohnungen im Wert von 200, 300.000 Münzen. Und da könnt ihr dann eben die richtig, richtig vielen Coins machen. Also wie gesagt, die meiste Zeit bitte in Foot Champions investieren. Danach würde ich sagen, kommt Squad Battles. Aber bei Squad Battles bekommt man im Verhältnis zu Foot Champions leider nicht so gute Belohnungen. Es ist aber dennoch ein Modus, den man auf jeden Fall spielen kann, weil man halt dennoch ein paar schöne Packs bekommt, dazu dann auch noch Coins und dadurch pusht man natürlich sein Budget auch nochmal erheblich. So, wie ist das Ganze jetzt mit Foot Draft? Lohnt sich so ein Online-Foot Draft oder lohnt es sich nicht? Dazu wollte ich schon vor längerer Zeit ein Experiment machen. Ich habe aber leider bis jetzt noch nicht die Zeit dafür gefunden. Und zwar will ich mal 5 Drafts oder so spielen und dann einfach mal schauen, haben sich die im Endeffekt gelohnt? Haben sich diese, ja, 75.000 Münzen, die man für diese 5 Drafts zahlt, im Endeffekt gelohnt? Da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie gut man ist. Deswegen würde ich euch raten, falls ihr so irgendeinen Spieler im Elite-Bereich seid oder vielleicht noch besser, dann würde ich euch raten, Foot Draft auch zu spielen, denn dann bekommt man gute Belohnungen. Es gab zum Beispiel beim dritten Foot Draft Sieg in Folge irgendwie mal 75.000 Münzen und ein 100k Pack. Also man kann da schon krasse Belohnungen rausholen, deswegen Foot Draft ist sicherlich auch möglich, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man wirklich Gewinn macht, vor allem wenn man nicht so gut ist, dann ist es glaube ich nicht so rentabel. Ja, das ist halt das Wichtigste, Leute, die meiste Zeit in Foot Champions investieren, danach kommt Squad Battles und Foot Draft auf circa einer Ebene, aber bitte nicht irgendwie Online Season extrem viel spielen oder Online Einzelspieler oder so, das lohnt sich in meinen Augen überhaupt nicht.
So, und jetzt sind wir auch schon angelangt beim dritten Punkt des heutigen Videos. Und zwar habe ich hier einfach einen ganz klassischen Trading-Tipp für euch, den man sehr, sehr gut anwenden kann, vor allem im Moment. Und zwar ist das die Shadow-Methode. Hierbei gebt ihr einfach beim Chemistry-Style eben logischerweise Shadow ein und dann snipet ihr einfach Spieler. Ihr müsst die Qualität nur auf Gold stellen, Shadow, und dann passt das Ganze auch schon. Und dann könnt ihr euch Spieler snipen und da bekommt ihr teilweise richtig, richtig günstig, richtig gute Spieler. Das ist unfassbar, was ich mit diesen Spielern hier für Coins gemacht habe. Pro Spieler müsst ihr überlegen. Also da habe ich meine Coins wirklich vervielfacht und das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Methode, die im Laufe des FIFA 18 Jahres immer gehen wird. Und deswegen möchte ich euch diese Methode hier auch vorstellen. Das Ganze geht auch mit dem Hunter Chemistry Style und da sucht man dann eben natürlich eher nach Stürmern. Aber das, dazu werde ich auf jeden Fall noch ein extra Video machen, beziehungsweise das eben vielleicht auch in die nächste Folge von diesem, ja, wie ich zum Millionär gekommen bin, einbauen im Endeffekt. Deswegen macht einfach mal die Shadow-Methode, probiert sie aus, einfach die Spieler snipen, einfach Shadow-Spieler snipen und sie dann eben teurer reinstellen. Ihr müsst dann halt nachschauen, yo, was kostet der Spieler eben dann, und dann stellt ihr ihn eben teurer rein und da macht man im Normalfall pro Spieler wirklich, ja, keine Ahnung, die doppelten Coins oder so. Also es ist wirklich leicht, daraus Coins rauszuziehen. Und es gibt natürlich auch noch viele, viele weitere Trading-Methoden. Deswegen schaut auch wirklich die Trading-Tipps. Ja, so blöd, wie es klingt, aber es ist einfach so. Ich lade wirklich nur Trading-Tipps hoch, die in meinen Augen auch gut funktionieren, beziehungsweise die bei mir funktionieren. Und deswegen lade ich die dann hoch. Und deswegen sollten die bei euch auch funktionieren. Also probiert die Trading-Tipps auch einfach mal, die ich jeden Tag hochlade, beziehungsweise halt, ja, keine Ahnung, wöchentlich hochlade. Die müsst ihr abchecken und die müsst ihr auch machen. Da ist zum Beispiel auch noch überteuert verkaufen dabei. Dazu kommen wir aber später nochmal. So, also wie gesagt, Shadow-Methode ist auf jeden Fall overpowered und wir gehen jetzt rein ins vierte Thema. Und zwar sind das die Hybrid-Ligen und Hybrid-Nationen-SBCs. Diese kosten extrem wenig im Verhältnis zu den Packs, die man dabei bekommen kann. Und zwar kosten die Hybrid-Ligen nur 28.000 Münzen. Man bekommt hierbei ein Jumbo-Gold-Pack, ein Jumbo-Premium-Gold-Pack, also ein 15K-Set, dann ein 45K-Set und nochmal ein 35K-Pack. Also im Normalfall sollte sich das Ganze lohnen. Die Hybrid-Nationen kosten sogar noch weniger, so circa 24 bis 25K. Hierbei bekommt man ein 25K-Pack, ein 7,5K-Pack, wieder ein 45K-Pack und dann nochmal ein 35K-Pack. Also das sind SBCs, die ihr unbedingt machen müsst. Dazu gehört dann aber auch noch die League and Nation Hybrid SBC. Hierbei bekommt man für extrem wenige Coins, und zwar für genau 35.000 Münzen, ein 25K-Pack, nochmal ein 25K-Pack, ein 35K-Pack und ein 50K-Pack. Allerdings braucht man für diese SBCs teilweise Loyalität, deswegen müsst ihr da halt 10 Spiele absolvieren. Aber dazu würde ich euch raten, Leute, macht das Ganze auf einem zweiten Account und sendet euch die Coins dann einfach rüber. Hierbei besteht natürlich die Gefahr, dass ihr gebannt werdet, weil die dann eben denken, ihr seid irgendwie Coinseller oder so. Aber mir haben viele Leute berichtet, dass das Ganze extrem gut bei ihnen ging und dass sie dann nie irgendeine Verwarnung oder so bekommen haben. Denn man kann Coins extrem leicht rüber transferieren, indem ihr Informs nehmt, die gerade erst rausgekommen sind. Angenommen, es ist jetzt Mittwoch, 19 Uhr, neues Team of the Week ist da und da gibt es irgendwie so ein 82er Inform, der eigentlich nichts wert sein sollte, aber halt eine Price Range bis zu 200.000 Münzen hat. Ja, der kostet dann irgendwie 20k, den holt ihr euch für 20k und kauft den dann eben vom anderen Account irgendwie für 180 oder so wieder ab. Es ist natürlich auffällig, aber wie gesagt, viele haben mir berichtet, dass es so eigentlich ganz gut ging und dass sie dadurch halt extrem viele Coins gemacht haben, aber wie gesagt, das Risiko ist da, dass ihr im Endeffekt gebannt werdet. Deswegen dabei unbedingt mit Vorsicht umgehen, aber wenn ihr diese SBCs eben auf ganz vielen Accounts macht, dann könnt ihr da im Endeffekt so verdammt viele Coins machen, wenn ihr die dann alle auf euren Hauptaccount transferiert. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine Methode, um viele Coins zu machen, aber wie gesagt, bitte mit ganz, ganz viel Vorsicht damit umgehen. Okay, und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt des heutigen Videos, zum letzten Tipp, den ich euch mitgeben will. Und zwar habe ich im Laufe von FIFA 18 so viele Coins dadurch gemacht, dass ich einfach Spieler die ganze Zeit überteuert verkauft habe. Ich habe jeden Tag einfach mal fünfmal in FIFA irgendwie so reingeschaut, per App oder eben per Konsole, habe die Spieler neu reingestellt. Ich habe da Spieler drauf gehabt, weiß nicht, die sind irgendwie 800 Münzen wert, die ich für 3000 Münzen dann verkauft habe. Leute, es ist so verdammt easy, Spieler überteuert zu verkaufen. Jeder, der in den Streams immer dabei ist, kann das bezeugen. Wir verkaufen pro Stunde irgendwie 5 Spieler und die, ja, die sind nichts wert, aber die verkaufen wir einfach teurer. Und dabei handelt es sich meistens um irgendwelche guten, overpowerten Spieler aus guten Ligen. Zum Beispiel
Muss ich jetzt kurz mal überlegen. Aus der Premier League gibt es extrem viele, zum Beispiel so ein Luke Shaw oder so. Den kann man extrem gut überteuert verkaufen. Oder auch so ein Damian, das geht auch ganz gut. Vielleicht auch ein Ogbonna oder so. Das sind auch teilweise Non-Rare-Karten, die da auf jeden Fall gut funktionieren. Aber im Normalfall einfach gute und overpowerte Spieler aus Top-Ligen oder hochgeratete Spieler aus Top-Ligen. Zum Beispiel ein Aduris, mit dem geht es extrem gut. Oder ein Bruno oder, ich weiß nicht, ein Glick oder so, der ein 85er Rating hat, aber eigentlich nicht oft gespielt wird. Das sind so Spieler, mit denen man extrem gut überteuert verkaufen kann. Aber es geht sowieso mit jedem Spieler. Also ich, wenn ich zum Beispiel Packs ziehe und dann ziehe ich einen Non-Rare, dann verkaufe ich den einfach für 900 Münzen. Und den lasse ich so lange auf der Transferliste, stelle ihn so oft wieder rein, bis er weg ist. Und es funktioniert, Leute. Ich habe schon so viele Packs durch SBCs gezogen und dennoch sind die Spieler immer wieder weggegangen. Meine Transferliste war nie voll, weil sich eben immer ein bisschen was verkauft. Und dadurch kann ich immer wieder weitere Spieler draufstellen. Und das Ganze läuft in einem Rad schon seit Beginn von FIFA 18 bei mir und dadurch habe ich so verdammt viele Coins gemacht. Also das ist in meinen Augen sogar der wichtigste und der grundlegendste Tipp, den ich euch mitgeben kann: andauernd überteuert verkaufen. Das ist die stärkste und die sicherste und die konstanteste und die langwierigste Methode, die es in FIFA 18 gibt. Das ist einfach so. Ja, Freunde, das waren die 5 Tipps, die ich euch heute mitgeben wollte. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ein paar Tipps habe ich da auf jeden Fall noch am Start für einen zweiten Teil. Und dann war es das auch schon wieder von mir, Leute. Checkt gerne noch das Gewinnspiel ab. Einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreiben. Das Ganze ist natürlich nur für Abonnenten gedacht, weil es mein 30.000 Abonnenten-Gewinnspiel ist. Deswegen macht das auch, denke ich mal, Sinn. Und dann war es das mit dem Video, Leute. Checkt auch gerne noch die Beschreibung ab. Und dann war es das. Pipapo. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.